Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Fröhliches Basteln. Nein, es hat was mit Express LRS zu tun und den Schaltmodulen, die ihr hier schon seht. Das sind die speziellen oder die neueren Schaltmodule, die mit einer Crossfire-Schnittstelle arbeiten. Und das haben wir dann üblicherweise an unseren Express LRS-Empfängern dran. Diese Schnittstelle muss nicht unbedingt so wie hier mit einer extra Buchse hier herausgeführt sein. Ab Express LRS Version 3.5 oder auch schon davor, aber bei 3.5 ist es noch schöner, können wir diese Schnittstelle auch hier an den Servo-PWM-Ausgängen konfigurieren und sogar zwei davon. Das macht das Ganze sehr komfortabel. Sie können beispielsweise einmal Crossfire, also CRSF, meinetwegen hier haben, und da können wir noch mal eine S-Bus-Schnittstelle haben, wie ich das zum Beispiel hier gemacht habe auf dem Kanal Nummer 8 für den Steller, der jetzt hier ganz links außen liegt und ja, für dieses Video im Grunde genommen einfach nur als Stromversorgung dient. Also spielt keine Rolle. Okay, worum geht's? Also es geht um die Möglichkeit, diese Schaltmodule zu konfigurieren. Das hatten wir schon mal in einem anderen Video, und da spielte dieser kleine Taster hier eine Rolle auf dem Modul, dieser kleine Button, denn um von der Normalbedienung in den Konfigurationsmodus zu kommen, musste man hier den Taster drücken, und dann war das Modul in, ja, Konfigurations, Modus, und man hat dann dieses Modul auch mit Hilfe des Express LRS-Skriptes gefunden und konnte das konfigurieren. Jetzt ist das ein bisschen anders, ein bisschen komfortabler, denn es kann ja sein, dass die Einbausituation dieses Schaltmoduls so ist, dass man an den Taster vielleicht schlecht rankommt. Vielleicht ein Wort noch vorweg. Um das, was ich jetzt hier zeige, zu realisieren, muss man eine adaptierte Firmware auf den Radio Master, Quatsch, jetzt sei schon Radio Master aus, es spielt ja keine Rolle, auf den Express LRS Empfänger und auf das Express LRS Sendemodul flashen. Das ist nötig, weil im Moment hat Express LRS eine, ja, gewisse Einschränkung, die nicht sein muss. Und dazu gibt es eine experimentelle Firmware, die kann man sich aber auch sehr komfortabel oder ganz normal, wie sonst auch, mit dem Express LRS Konfigurator auf seinen Empfänger oder auf sein Sendemodul drauf flashen. Ich zeige das mal kurz. Ich werde es nicht durchführen, ich werde es nur zeigen, wie es im Prinzip geht. Und dazu schauen wir uns einfach mal den Express LRS Konfigurator an. Den kennt jeder, der irgendwas schon mal mit Express LRS gemacht hat. Und man kann hier unter Einstellungen beispielsweise kann man den sogenannten Expertenmodus anwählen. Das müssten wir einmal tun. Und wenn man das gemacht hat, dann Moment, richtig klicken, genau. Dann erscheint hier bei der Firmware-Version nicht nur der Reiter offizielle Versionen, sondern auch noch zusätzliche Reiter wie Git Branch, Git Commit, Local oder Git Pull Request. Und wo wir jetzt einfach hingehen müssen, um die angepasste Firmware zu finden, ist Git Pull Request. Und da finden wir hier einen Pull Request von mir, der heißt Allow other extended addresses than just 0xC8 to be routed from TX to RX. Das ist die Nummer 2941. Hier erscheinen also alle möglichen Pull-Requests von allen möglichen Leuten. Und wenn man da jetzt mal so ein bisschen drum hin und her scrollt, ich weiß gar nicht, wie es sortiert ist, scheint einfach numerisch sortiert zu sein. Also dann suchen wir hier die 2941, und das ist der entsprechende Pull-Request. Das ist also praktisch der Version 3, die Version 3.5 mit den Anpassungen, die nötig sind. Und wenn man das gemacht hat, dann geht es ganz normal weiter. Man wählt hier beispielsweise, bleiben wir mal bei Radio Master, meinem ER8, der hier auf dem Schreibtisch
liegt, dann nehmen wir hier RadioMaster 2,4 GHz und dann den ER8. Wo ist er? Hier der normale ohne Gyroskop und ohne Variometer. Das wäre der. Und dann geht es ganz normal weiter über Wi-Fi, Flächen und so weiter. Okay, wer sich schon mal ein bisschen mit Express LRS beschäftigt hat, der kennt also die weiteren Schritte. Das Hauptaugenmerk war jetzt hier unter Git Pull Request die entsprechende Version zu suchen und dann zu flashen. Wohlgemerkt auf Empfänger und auf das Sendemodul. Okay, wenn man das gemacht hat, dann, Achtung, jetzt wird es wieder kompliziert, aber ohne Zettel, ohne Schreibblock. Also, wenn wir dieses Bedienungswidget uns angucken für die Multiswitche, denn, naja, ich mache es mal vielleicht erstmal groß, obwohl es jetzt nicht unbedingt nötig ist. Also man kann es jetzt wieder so doof lesen. Ah, ne, ich mache es dann doch wieder kleiner. Das hat so keinen Wert. Hier sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Da steht hier Multiswitch und da steht hier unten drunter klein Lichter at Adresse 0. Oder hier bei, bei dem sieht man es jetzt gar nicht. Da steht Geräusche at Adresse 2. Das hatte ich schon mal in einem vorhergehenden Video. Da hatte ich das erklärt, dass praktisch jeder Multiswitch so eine logische Adresse haben kann, sodass wir also eine ganze Menge, theoretisch bis 256, von diesen Multiswitchen bedienen können. Okay. Wenn wir diese Dinger konfigurieren wollen, sieht das ein klein bisschen anders aus. Ich schalte das erstmal ein. Das habe ich nämlich vergessen. Ich sehe das gerade, blinkt überhaupt gar nichts. Machen wir das jetzt mal. Okay. So, jetzt ist eingeschaltet. Der RadioMaster Empfänger zeigt mir hier an, dass er gebunden ist. Diese kleine Adapterplatine für den Crossfire Half-Duplex-Bus, die ist auch mit Spannung versorgt. Das sagt uns diese LED und die Schaltmodule, die blinken so langsam vor sich hin. 5 Sekunden Abstand. Einmal blinken die ganz kurz. Das bedeutet, sie bekommen ein Signal, sie sind in Betrieb und ja, es funktioniert im Grunde genommen ganz normal. Ich habe diese gerade jetzt mit der Software ausgestattet und also in die und damit sozusagen in die Grundeinstellungen versetzt. Das heißt, diese beiden Schaltmodule, die haben die logische Adresse 0. Beide. Das ist natürlich vielleicht nicht unbedingt sinnvoll. Mag sinnvoll sein, wenn man mit zwei unterschiedlichen Schaltmodulen dasselbe schalten will. Meistens ist das nicht sinnvoll, aber es ist sozusagen auch nicht schlimm. Wenn ich hier einschalte, dann gehen die halt beide an. Okay, ich müsste also mindestens mal eins von den beiden Schaltmodulen hier eine andere logische Adresse geben. Okay, gut, soweit waren wir schon mal. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Um diese Konfiguration durchzuführen, muss ich diese beiden Schaltmodule unter ihrer Unikarten Crossfire-Adresse ansprechen. Und wenn sie jetzt neu geflasht sind oder man sie zurückgesetzt hat, dann haben beide dieselbe Crossfire-Adresse. Aus historischen Gründen ist das immer die Adresse 200 oder 0, also Hexadezimal C8, wer das mal kontrollieren möchte. Genau. So. Und weil das normalerweise so ist, oder sagen wir es besser andersrum, Crossfire oder das ELRS kommt ja eher so aus dem Copter-Bereich oder aus dem Drohnenbereich und da schließt man an den Empfänger typischerweise einfach nur einen Flight Controller an und der Flight Controller macht alles Weitere. Und dieser Flight Controller, der hat, ja, ich sage jetzt einfach mal aus historischen Gründen, die Adresse C8, also 200. Genau, und diese besondere Firmware, die jetzt hier drauf geflasht sein muss, die ersetzt also das Kommunikationsverfahren so ein bisschen. Normalerweise spricht dieser Empfänger nur mit Geräten, nur mit der Adresse 200, also C8. Wenn wir jetzt also 2 haben, dann ja, gibt das wohl offensichtlich ein Problem, weil beide nicht dieselbe physische Adresse haben dürfen.
Okay. Bislang konnte man ein solches Schaltmodul konfigurieren, indem man maximal eins davon in den Konfigurationsmodus gebracht hat. Das bedeutet, es hat überhaupt erst auf diese Konfiguration mit der Adresse C8 reagiert. Also vorher reagieren die gar nicht auf die Konfiguration. Man kann das mal ausprobieren. Wir starten hier ExpressLR-Skript und gucken jetzt einfach hier nach bei Other Devices. Und da erscheint nur der Empfänger. Also neben dem Sendemodul erscheint jetzt hier als Other Devices nur der Empfänger. Keins davon reagiert. Okay, wie schaffen wir das jetzt, dass das überhaupt reagiert? Wir drücken hier mindestens 3 Sekunden lang diesen Taster und dann geht die LED in das Dauerleuchten. Das soll heißen, das ist jetzt aktiv über den Taster eingeschaltet und reagiert auf die Adresse, ja, die jetzt nach dem Flashen oder nach dem Zurücksetzen dort eingetragen ist. Und das ist diese Standardadresse, die auch jeder Flight Controller hat. Und das ist C8, also 200. Okay, jetzt müssen wir hier mal einen kurzen Refresh auslösen, damit der das alles nochmal abfragt. Und jetzt ist da in der Tat dieser String hier zu lesen. Der ist jetzt ein klein bisschen anders als beim letzten Mal. Da steht nämlich Multiswitch at 0 Doppelpunkt 200. 0 ist die logische Adresse, die brauchen wir später für die Bedienung und 200 ist die physische Adresse. Wer sich so ein bisschen im Netzwerkbereich bei PCs auskennt, der kann vielleicht eine Analogie ziehen. Also was wir hier als physische CASF-Adresse haben, das ist so etwas wie die MAC-Adresse eines Rechners im Netzwerk, also beispielsweise im Ethernet, was ja auch ein Shared Medium ist. Und diese MAC-Adresse muss unikat sein. Das braucht man beim PC nicht zu Fuß einzustellen, sondern dafür sorgen die Hersteller der Netzwerkkarten, dass jeder Netzwerkadapter erst einmal, sofern man das nicht ändert, eine eindeutige, auf der Welt eindeutige MAC-Adresse hat. Ja, und dann kennt ihr die andere Adressierungsarten über die Internet, über das Internetprotokoll, über die IP-Adressen. Und das sind logische Adressen. Ja, und über diese logischen Adressen wird das Gerät dann in irgendeinem Subnetz gefunden. Es wird also praktisch ein Matching, also ein Vergleich hergestellt zwischen logischen Adressen und physischen Adressen. So kann das Gerät angesprochen werden. Ja, und hier, was in dem Bedienwidget als 0 oder Nummer 2, was ich euch eben gezeigt habe, auftaucht, das ist sowas wie die IP-Adresse, das ist die logische Adresse und die physische Adresse, also hier die C8, die 200, das ist so etwas wie die MAC-Adresse, die Medium Access Adresse. Genau, so, jetzt haben wir das Ding eingeschaltet, das leuchtet immer noch fröhlich hin. Wir können uns das Konfigurationsmenü jetzt angucken. Da sind sehr, sehr viele Punkte, deswegen dauert das ein klein bisschen, bis das alles geladen ist, das Menü. Das kommt jetzt hier von dem Modul über den Empfänger zum Sendemodul und dann hier in die Fernsteuerung. Also die Fernsteuerung weiß hiervon gar nichts, sondern das kommt alles aus dem Modul hier raus. Die anderen Sachen hatte ich euch schon gezeigt. Jetzt gehen wir einfach mal in global hier hinein. Und da oben ist nochmal die logische Adresse. Das ist also die Verknüpfung zu unserem Bedien-Widget dann. Und hier unten ist jetzt etwas Neues hinzugekommen. Da haben wir die Crossfire-Adresse. Das ist jetzt die C8, also die 200. Dann haben wir hier noch Response-Slot und dann haben wir noch Telemetrie. Okay. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen jedem dieser Schaltmodule, also unseren beiden, eine einheitliche, nicht eine einheitliche, sondern eine unikate Crossfire-Adresse verpassen. Das muss jeder sozusagen selber machen. Am besten überlegt man sich ein Schema oder man notiert sich diese Crossfire-Adresse einfach mit einem kleinen Zettel oder schreibt sie sich mit Edding dann hier drauf, welche Hardware-Adresse, also welche Crossfire-Adresse so ein Modul hat. Ich mache jetzt mal Folgendes, und zwar das, was hier an dem Steckplatz Nummer 1 ist, was ich also jetzt gerade angeschaltet habe, das bekommt die niedrigste Crossfire-Adresse, die wir jetzt zur Verfügung haben. Das wäre die Adresse C0 oder
192. Das mache ich gleich, aber bevor ich das einstelle, oder wenn ich das jetzt einstellen würde, die Adresse 200 hier, dann hätte das Ding auf einmal eine andere Adresse und dieses Skript wäre sozusagen dann abgehängt, weil das immer noch mit dem Modul mit der Adresse 200 kommunizieren wollte. Dann müssen wir das neu starten. Obwohl ich kann es eigentlich auch machen, spielt eigentlich gar keine Rolle. Also ich ändere jetzt hier einfach mal die Adresse auf 192. Das ist die niedrigste, die ich einstellen kann. Ich drücke einmal OK und jetzt seht ihr an dem Fortschrittsbalken, der bleibt jetzt hier hängen. Ja, das ist logisch. Das muss so sein, weil das Modul reagiert jetzt nur noch auf die Anfragen unter Adresse 192, aber es kommen keine, weil das Skript, dieses Express-LRS-Skript, was hier auf dem Sender ist, praktisch immer noch von der Adresse 200 ausgeht, wie es hier oben in der Statusleiste steht. Und natürlich finden wir unter dieser Adresse 200 kein Modul mehr. Okay, das ist aber nicht weiter tragisch. Wir gehen einfach hier zurück oder wir drücken lang auf Return, sind wir ganz raus. Und jetzt starten wir das Express-LRS-Skript einfach nochmal. Und dann reagiert dieses Modul. Natürlich meldet sich aber jetzt mit seiner neuen Adresse. Das ist die 192. Genau, jetzt gehen wir wieder auf Other Devices. Und da ist es jetzt auf einmal mit seiner neuen Adresse. Hardware-Adresse oder Mac-Adresse, wie ihr wollt. Mac-Adresse stimmt natürlich jetzt nicht ganz, ne? Dürft ihr mich jetzt nicht drauf festlegen. Es ist nur die Analogie zum PC oder zum Ethernet. Und davor steht die logische Adresse, die 0. Okay, wir gehen nochmal rein, das Konfigurationsmenü. Gut, ich warte gar nicht ab, bis der Statusbalken da durchgelaufen ist. Es geht direkt mal unter Global. So, das läuft im Hintergrund weiter. Okay, hier haben wir die Adresse, die lassen wir jetzt so. Und was wir feststellen, ist, dass dieser Response-Slot sich jetzt geändert hat. Da steht jetzt 0. Das will ich jetzt gar nicht erklären. Aber hier steht Telemetry off. So, vorhin mussten wir ja den kleinen Taster hier drücken, um überhaupt das Modul aktiv zu schalten, dass es in den Konfigurationsmodus geht. Warum musste das geschehen? Ja, weil im fabrikneuen Zustand alle diese Module die Adresse C8 haben und man darf eben nur eins mit einer Adresse, einer speziellen Adresse haben. Und deswegen habe ich so gemacht, dass man die dann also zu Fuß aktivieren muss. Wenn man sich aber sicher ist, dass alle die Module, die jetzt hier dranhängen, dass die unterschiedliche Adressen haben, also das hat die Adresse 192, das ist fabrikfrisch, das hat noch die Adresse 200, dann kann man das so auch so einstellen, dass die eigentlich immer aktiv sind, weil wir sind ja sicher, dass die jetzt unterschiedliche Adressen haben. Und dazu ist diese Einstellung hier dann nötig, Telemetrie off. Wir können jetzt einfach hier Telemetrie on sagen. Und das bedeutet, das nächste Mal, wenn ich den ganzen Kram einschalte, dann ist das bezüglich der Konfiguration nicht inaktiv, sondern es ist automatisch aktiv unter der Adresse 192. Okay, das gucken wir uns jetzt auch an. Also ich schalte alles aus, beziehungsweise den Sender kann ich eigentlich anlassen. Ich habe das Express-LRS-Skript beendet. Jetzt schalte ich die Stromversorgung von Empfänger und Modulen einfach mal weg und schalte wieder ein. Okay, wenn wir jetzt mal auf die LED schauen, dann blinkt die jetzt zweimal kurz. Das bedeutet, dieses Modul ist sozusagen konfiguriert und reagiert unter seiner vergebenen Adresse, haben wir uns gemerkt, die 192, auf das Konfigurationsmenü. Ich muss jetzt, um in das Konfigurationsmenü zu kommen, den Button jetzt nicht mehr drücken. Was will ich damit sagen? Nun, ihr braucht diese ganze Mimik, die ich euch jetzt gezeigt habe, nur ein einziges Mal durchzuführen, wenn ihr euch sicher seid, dass an diesem Bus praktisch alle Module unterschiedliche Adressen haben. Okay, wir starten das Express-LRS-Skript nochmal, gucken nochmal auf Other Devices und da ist es. Wieder, es meldet sich. Jetzt kann es eingebaut sein. Es kann auch so eingebaut sein, dass man an den Taster nicht drankommt. Wir haben es im Menü. Das andere haben wir dann natürlich noch nicht im Menü. Das ist ja auch noch, das blinkt nur einmal kurz.
Das heißt, es ist noch nicht entsprechend konfiguriert, dass es automatisch diese Telemetrie bzw. diesen Konfigurationsmodus einschaltet. Ich mache das jetzt nochmal zu Fuß. So, jetzt muss aber hier ein Refresh auslösen. Das kann man einfach, indem man einmal kurz Return drückt. Dann sieht man hier oben die Statusbar einmal nochmal durchlaufen. Und jetzt sehen wir zwei Multiswitch-Module. Einmal das mit 192 und einmal das mit 200. Das ist jetzt dieses hier. Und das Einzige, was wir hier jetzt noch machen müssen, ist, also wir können natürlich die Adresse jetzt auch nochmal ändern. Mache ich jetzt aber der Kürze halber nicht, sondern ich gehe jetzt einfach hier rein und stelle nur den Modus so ein, dass von Anfang an der Telemetriemodus, also die Reaktion auf das Konfigurationsmenü auch stattfindet, ohne dass ich den Taster drücke. Also ich gehe hier von Off, Telemetry Off auf Telemetry On. Okay, so, das Ganze gucken wir uns nochmal an, ob das alles geklappt hat. Also Strom wieder weg. Strom wieder an. Beide blinken jetzt fröhlich zweimal. Genau, sie haben Signal. Wunderbar. Dann starten wir das Express-LI-Skript. Also, jetzt können wir die einbauen. So einbauen, dass wir an den Taster gar nicht mehr drankommen. Wir schreiben uns vielleicht die Adresse. Wenn wir das vielleicht mit dem Schrumpfschlauch einschrumpfen, wollte ich sagen, dann können wir uns die Adresse da ja drauf notieren. Und wir müssen einfach nur darauf achten, dass an diesem Verteiler, an diesen vier Möglichkeiten, immer nur Module hängen, die unterschiedliche Adressen haben. Welche sie haben, ist eigentlich egal. Unsere logische Adressierung ist davon vollkommen unabhängig. So, jetzt gucken wir nochmal. Da haben wir nur eins. Ah ja, das ist eine kleine Eigenheit von diesem Skript. Von diesem Express-LRS-Skript. Es macht sozusagen ein Ping, wie man das immer so schön nennt, auf diesen Bus. Beide Module antworten, aber nur das, was als erstes antwortet, wird hier in die Liste eingetragen. Und wenn man das zweite noch haben will, dann muss man nochmal einen Refresh auslösen. Und dann wird auch das zweite in diese Liste von Other Devices hier eingetragen. Und jetzt sind sie beide da. Genau. Die haben beide immer noch die logische Adresse 0. Wie gesagt, das kann sinnvoll sein. Meistens ist es nicht sinnvoll. Also ich gehe nochmal in unser Bedienwidget für die logische Adresse 0. Wenn ich jetzt hier einschalte, gehen natürlich beide an. Okay, wenn ich das nicht will, dann muss ich jetzt nochmal in die Konfiguration. Und wir ändern einfach mal. Kann ich gleich nochmal einen Refresh auslösen, sonst fehlt mir das eine wieder. So, vielleicht nochmal darauf hinweisen, hier als Firmware steht da dann WM-Address. Das ist der Name der etwas veränderten Firmware für die ELRS-Empfänger, beziehungsweise in dem Fall ist es ja hier das Sendemodul. Und daran kann man sehen, dass man da also auch die richtige Firmware drauf gemacht hat. Okay, gehen wir jetzt auf Other Devices. Okay, wir haben jetzt beide unsere Multiswitche da zu sehen. Nehmen wir jetzt den mit der höheren Adresse. No, besser hätten wir uns das da drauf geschrieben, aber noch schaffe ich das, das auseinanderzuhalten. Und da ändern wir jetzt die logische Adresse auf die Adresse 2. Ja, mehr Einstellungen nehmen wir jetzt gar nicht vor. Gut, wir haben die logische Adresse geändert. Wie gesagt, das hat mit der physikalischen nichts zu tun. Diese logische Adresse ist jetzt für uns ausschlaggebend für die Widgets. Also hier haben wir das Widget für die logische Adresse 0. Ups, das war ein bisschen kurz. Da schaltet der ein. Und wenn wir jetzt das andere Widget uns nach vorne holen, dieses hier, und für die Adresse 2, dann schaltet der ein. Okay, also fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Was muss man machen, damit man problemlos diese Schaltmodule konfigurieren kann, auch im eingebauten Zustand, ohne dass man an den Taster dran kommt? Man muss ihnen eindeutige, unikate Adressen verpassen, also oder andersrum gesprochen, alle Module, die an diesem
Verteiler oder an diesen Busverteiler hier angeschlossen sind. Zumindest die müssen alle eine unterschiedliche Adresse haben. Man kann sich das darauf notieren und wenn man dann das Express-LRS-Skript aufruft, dann kann man mit dieser Angabe, die hier dann auch stattfindet, diese physischen Module auch identifizieren. Das ist der hintere Teil, also entweder 192 oder 200. Ne? Das war das mit der Hardware-Adresse 192, das war das mit der Hardware-Adresse 200. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nur für dieses Konfigurationsmenü entscheidend. Das braucht man später eigentlich nicht wieder. Wichtig ist die logische Adressierung hier. Ich glaube, ich habe das doch auch hier irgendwie auf den Schalter gelegt. Genau, kann ich mich doch daran erinnern. Hatte ich auch mal auf einen Schalter gelegt, dass dann ja die Funktion 8 angeht. Und hier habe ich nichts. Habe ich noch einen Schalter belegt? Nee, glaube ich nicht. Doch, den hier vorne habe ich noch belegt. Genau. Okay, prima. Das ist das kleine Update. Ich denke, das ist für die Bedienung eigentlich ganz praktisch. Bedeutet aber, dass man bereit sein muss, auf sowohl den Express-LRS-Empfänger wie auch auf das Express-LRS-Sendemodul. Bei mir ist das ja hier ein externes, beziehungsweise das ist eigentlich ein Empfänger, der als Sendemodul fungiert. Auf beide muss man diese angepasste Firmware draufspielen, aber das geht, wie vorhin gezeigt, über den Express-LRS-Konfigurator. Ja, gar nicht anders, als wenn man die normale Firmware da drauf flashen würde. Okay, das war wahrscheinlich jetzt eine ganze Menge Tobak, weil es auch so in Richtung Bus geht und Hardware-Adresse und logische Adresse. Ja, aber ich denke, es ist vielleicht einfach ganz hilfreich, wenn man so ein bisschen an die PC-Technik denkt und wie Netzwerke dort funktionieren. Ich weiß natürlich, dass das auch nicht jedem präsent ist. Deswegen habe ich es jetzt versucht, ja, so ein bisschen hemdsärmlich zu erläutern, wenn es nicht so ganz präzise war. Also die, die es wissen, ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn es nicht so ganz, wenn ich das jetzt nicht so ganz präzise ausgedrückt habe. Okay, ja, das war es eigentlich schon. Und ich schalte hier einfach mal aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!